Normalerweise in New York an der Wall Street. Sandra Navidi ist bei uns von Beyond Global. Da freue ich mich ganz besonders, dass Sie endlich mal wieder bei uns hier in Köln sind. Schauen wir auf dieses Treffen G20, IWF. Welche Themen stehen noch besonders im Vordergrund? Eins der Hauptprobleme ist natürlich immer noch der Schuldenabbau. Hierbei insbesondere strittig, wie man es machen soll, wie viel man sparen soll. Gerade ist eine große Kontroverse losgebrochen bei den berühmtesten und einflussreichsten Ökonomen, denen ein Rechenfehler hierbei unterlaufen ist. Ich glaube, Einigkeit herrscht, dass man die Schulden abbauen muss, aber dass man das Thema, dass man die Geschwindigkeit verlangsamen muss und das auch in geringerem Maße machen muss, weil es sonst die Erholung unterbindet. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch Wachstum. Auch hier sehen wir recht wenig Fortschritte. Und das fehlt vor allen Dingen in Europa. Und da hatte sich die IWF-Chefin Christine Lagarde zuletzt auch äußerst kritisch geäußert mit Blick auf die Eurozone, mit Blick auf Europa. Wo steht Europa in der Krise? Was Europa fehlt, ist eine starke Führung und eine umfassende Lösung. Man hangelt sich durch Probleme und schaut, dass man immer so gerade vorbeikommt. Sie hat auch moniert diese unterschiedliche Erholung von verschiedenen Ländern. Sie hat das eingeteilt in drei Ebenen, die starken, schwachen und mittleren Länder. Die schwachen Länder drohen, alles zu Fall zu bringen. Die mittleren schlagen sich so durch und werden dann dadurch natürlich auch gefährdet, dass sie umfallen. Und die starken Länder profitieren über Gebühr wie Deutschland durch zum Beispiel günstige Finanzierungskosten. Aber immer, wenn eine so große Diskrepanz besteht, wirkt sich das insgesamt negativ auf die Stabilität aus und ist eine Gefahr. Und sie hat vor allen Dingen auch gesagt, bei den Schwellenländern sieht sie eine Erholung, in den USA sieht sie auch eine Erholung. Und jetzt haben wir ja auch erste Signale aus den USA bekommen, dass man das Gelddrucken zurückfahren will. Ja, sie hat die USA auch kritisiert, dass sie diesen Sparhammer machen, aber immerhin im Verhältnis gesehen erholen sich die USA noch einigermaßen, so auch die Schwellenländer, weil man da auch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Das Gelddrucken zurückzufahren ist ein Experiment, was man bisher noch nie ausprobiert hat. Es ist sehr gefährlich. Man sagt zwar, dass man das in Betracht zieht, aber ich denke, soweit die Erholung in den USA nicht stärker ist, denn wir haben dort schwaches Wachstum, große Arbeitslosigkeit und viele andere Probleme, wird man das vorerst in absehbarer Zeit noch nicht tun. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Einschätzung und ganz nett, dass Sie bei uns sind heute. Sandra Navidi, danke schön.